Und wir schalten zu Oliver Feldfort nach Tel Aviv. Oliver, Israel spricht von einer lokal begrenzten Bodenoffensive. Was bedeutet das? Offenbar kommt die israelische Armee, was die Luftstreitkräfte anbelangt, an ihre Grenzen dessen, was sie erreichen können im Kampf gegen die Hisbollah. Offenbar merken sie, und das haben sie gecheckt über Kommandoeinheiten, die in den letzten zwei Tagen ins Land gegangen sind, in die Grenzregion auf der libanesischen Seite, dass sie doch auch auf dem Boden aktiv werden müssen, wenn sie die Hisbollah im Grenzgebiet des Libanon zu Israel wirklich ausschalten wollen. Und so kommt es jetzt offenbar zu begrenzten Aktionen, wie die israelische Armee betont. Man möchte im grenznahen Bereich Tunnel ausheben, verbunkerte Anlagen ausheben der Hisbollah und hat eben die Hoffnung, dass man es in einer begrenzten Aktion hinbekommt, denn die israelische Armee ist keineswegs versessen auf einen großen Bodenkrieg, auf den großen Einsatz von gepanzerten Einheiten, weil Guerillakämpfer wie die der Hisbollah, und die werden immer noch aktiv sein, trotz der Luftschläge der letzten Tage, sind dann auch in der Lage, dieser Armee, dieser hochgerüsteten israelischen Armee, empfindliche Verluste herbeizuführen. Inwieweit hat die Hisbollah darauf reagiert? Bis jetzt zurückhaltend. Sie betonen, sie haben ebenfalls das israelische Gebiet beschossen bei Metulla. Das ist ein Ort ganz im Norden, der jetzt von der israelischen Armee zum Sperrgebiet erklärt worden ist. Es scheint aber keinen großen Schaden gegeben zu haben. In der Nacht seien 15 Geschosse, sagt die israelische Armee, aus dem Libanon nach Israel geschossen worden, geschickt worden. Auch da wohl kein größerer Schaden. Es ist bis jetzt auch an offizieller Verlautbarung wenig zu hören. Die Hisbollah wirkt auf uns sehr geschwächt. Israel geht ja seit mehreren Tagen massiv gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Was ist das langfristige Ziel? Das Ziel, das hat das Kriegskabinett der israelischen Regierung ganz klar festgelegt, ist, dass die 60.000, die im Norden Israels ihre Heimat haben, wieder zurückkehren können sollen, dort wieder ihr normales Leben leben sollen. Das heißt, die Schulen müssen wieder aufgehen, die Landwirtschaft muss wieder ermöglicht sein. Ob das damit erreicht werden kann, ob es so sicher sein wird in dem grenznahen Gebiet zum Libanon, dass Zivilisten dort wieder im großen Stil sicher leben können, da machen wir hier ein kleines Fragezeichen dran, denn mutmaßlich wird die Hisbollah noch lange in der Lage sein, mit kleinen Einheiten, dezentral, mit kleinen schultergestützten Waffen, Panzerabwehrraketen hatten sie in den letzten Monaten dafür sehr viel genommen, in die israelische Region zu schießen und auch etlichen Schaden anzurichten und auch Menschen zu töten. Von daher die große Frage, wird man wirklich Sicherheit für den Norden Israels generieren können? Das bleibt abzuwarten. Die Hisbollah ist ja pro-iranisch und wird massiv vom Mullah-Regime unterstützt. Welche Reaktionen gibt es aus dem Iran zu dem jüngsten Vorgehen? Auch der Iran reagiert sehr zurückhaltend. Der Eindruck ist, dass der Iran, das sind auch Stimmen, die man hier in Israel hört, sehr genau weiß, dass er momentan keine Chance militärisch hat gegen Israel. Und der Fokus des Iran, so wird das hier in Israel eingeschätzt, ist doch sehr darauf bedacht, seine Atommacht Position zu etablieren, also eine Atommacht zu werden, die Atomwaffen zu bekommen. Diesem Ziel ortet man viel unter, weil, so ist die Spekulation hier auch in Israel, man dann auf der Weltbühne eine ganz andere Position haben wird. Und so ist bis jetzt aus Teheran eher Zurückhaltung zu hören und nicht die große verbale oder gar militärische Eskalation. Dann schauen wir noch mal nach Israel. Oliver, welches Meinungsbild herrscht denn auf den Straßen in Israel zu dem Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon? Die Menschen hier auf der Straße, wenn man sie fragt, reagieren gelassen. Sie sagen, wir haben so viel Bedrohung erlebt in den letzten Jahren. Ja, wir haben jetzt eine neue Eskalationsstufe, das ist mehr Bedrohung. Aber auch das wird weitergehen, auch das wird vorbeigehen. Wir werden unser Leben leben müssen mit der Situation, die wir haben. Und so spürt man hier in Tel Aviv zumindest gerade relativ wenig davon. Die Leute sind am Strand, die Leute gehen joggen, die Leute sitzen in den Straßencafés. Man hat kaum Restriktionen, mehr als 1.000 Menschen dürfen sich nicht versammeln. Das ist die einzige.
Und so leben sie hier ihr normales Leben. Im Norden Israels, und dieses Land ist ja wirklich nicht groß, sieht das anders aus. Und da ist die Sorge größer, da ist die Reaktionszeit auf einen Luftalarm sehr viel geringer. Da muss man also sozusagen nach dem Alarm sehr, sehr schnell in einem Bunker sein, um nicht eventuell von Raketen oder Geschossen getroffen zu werden. Im Norden Israels wird die Bedrohung durchaus realer im Alltag wahrgenommen. Oliver, lass uns einmal noch auf die Gesamtlage schauen. Zunächst ist Israel ja gegen die Hamas im Gazastreifen vorgegangen, jetzt gegen die Hisbollah im Libanon. Es gibt für Israel ja aber noch eine weitere feindliche Miliz, das sind die Houthis im Jemen. Inwieweit könnte Israel auch gegen diese vorgehen? Das Vorgehen Israels gegenüber den Houthis ist immer relativ schnell und klar. Sobald die Houthis mit Geschossen schießen sozusagen, wenn sie Raketen oder Drohnen losschicken. Und es gibt Stimmen, die sagen, in der Nacht sei eine Drohne auf den Süden Israels losgeschickt worden aus dem Jemen, die sei aber abgefangen worden. Sobald etwas in dieser Richtung unterwegs ist, reagiert die israelische Armee, die Luftwaffe, prompt. Und so gab es ja nun auch in den letzten Tagen da eine massive Antwort und ein Bombardement des Jemen. Das wird sich nicht ändern. Man wird dort, wie der Verteidigungsminister Gallant sagt, immer sehr schnell die Rechnung begleichen. Oliver Feldfort in Tel Aviv, vielen Dank für diese Informationen und Hintergründe.